Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei D7. Seid ihr bereit, eure Herzen schneller schlagen zu lassen und euch in die tödlichste und geheimnisvolle Welt der Schlangen zu entführen? Dann haltet euren Atem an, denn heute enthüllen wir die sieben gefährlichsten und giftigsten Schlangen, die die Erde je gesehen hat. Taucht mit uns ein in eine Reise voller Nervenkitzel und Staunen, während wir die Schönheit und Bedrohlichkeit dieser faszinierenden Kreaturen erkunden. Willkommen zum atemberaubenden Video, die sieben giftigsten Schlangen der Welt. Steigen wir direkt ein. Die Nummer 7 ist die westliche Braunschlange. Die westliche Braunschlange ist eine giftige Schlange, die in Australien beheimatet ist. Sie gehört zur Familie der Giftnattern und ist in weiten Teilen des westlichen Australiens verbreitet. Die westliche Braunschlange ist auch unter dem Namen Western Brown Snake bekannt. Das Gift der westlichen Braunschlange ist hochgiftig und enthält starke Neurotoxine, die das Nervensystem beeinflussen. Ein Biss von einer ausgewachsenen westlichen Braunschlange kann lebensbedrohlich sein und ohne medizinische Hilfe zum Tod führen. Die Symptome eines Bisses können sich schnell entwickeln und umfassen Schmerzen, Schwellung, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, verschwommenes Sehen, Atembeschwerden und in schweren Fällen die Atemlähmung. Die Wirkung des Gifts kann je nach individuellem Zustand des Opfers natürlich auch variieren. Nummer 6 ist die Todesotter. Die Todesotter, auch als Dornschlangen bekannt, sind eine Gruppe von Schlangen, die in Australien und Neuguinea verbreitet sind. Es gibt mehrere Arten von Todesottern innerhalb der Gattung Acanthophis und viele von ihnen sind für ihre Giftigkeit bekannt. Sie gehören zur Familie der Giftnattern und besitzen ein starkes Neurotoxin. Das Gift der Todesottern ist neurotoxisch und wirkt auf das Nervensystem des Opfers. Ein Biss von einer ausgewachsenen Todesotter kann lebensbedrohlich sein und zum Tod führen, wenn keine sofortige medizinische Hilfe erfolgt. Die Symptome eines Bisses können sich schnell entwickeln und umfassen Schmerzen, Schwellung, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Atembeschwerden und dann auch die Atemlähmung. Nummer 5. Der Taipan. Die Taipane sind eine Gruppe von Schlangen, die in Australien und Neuguinea vorkommen. Sie gehören zur Familie der Giftnattern und sind für ihre hohe Giftigkeit bekannt. Der Küstentaipan gilt als einer der giftigsten Vertreter dieser Gruppe. Der Küstentaipan ist in den nördlichen und östlichen Küstenregionen Australiens beheimatet und besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen, darunter Wälder, Grasland und Feuchtgebiete. Die Farbgebung variiert je nach Region, aber sie können normalerweise eine Mischung aus hellen und dunklen Farben aufweisen. Das Gift des Küstentaipans ist äußerst potent und neurotoxisch, was bedeutet, dass es das Nervensystem beeinflusst. Ein einziger Biss von einem ausgewachsenen Küstentaipan kann genug Gift enthalten, um mehrere erwachsene Menschen zu töten. Die Symptome eines Küstentaipansbisses können sich schnell entwickeln und umfassen Schmerzen, Schwellung, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, verschwommenes Sehen, Atembeschwerden, in schwereren Fällen Atemlähmung und danach der Tod. Nummer 4. Die schwarze Mamba. Die schwarze Mamba ist eine der gefürchtetesten und tödlichsten Schlangen Afrikas. Sie ist in weiten Teilen des südlichen und östlichen Afrikas verbreitet, hauptsächlich in Ländern wie Südafrika, Simbabwe, Sambia, Botswana, Namibia und Mosambik. Die schwarze Mamba ist bekannt für ihre beeindruckende Geschwindigkeit und Wendigkeit. Sie kann mit Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h auf dem Boden gleiten und ist in der Lage, sich mehrere Meter hoch aufzurichten. Ihr Name, schwarze Mamba, bezieht sich auf die dunkle, schwarz-graue Färbung ihres inneren Mundraums, den sie zeigt, wenn sie sich bedroht fühlt. Ihr Gift ist hochpotent und besteht aus starken Neurotoxinen. Ein Biss der schwarzen Mamba kann innerhalb von Stunden zum Tod führen, wenn keine sofortige medizinische Hilfe erfolgt. Es wird geschätzt, dass das Gift einer schwarzen Mamba ausreichen kann, um mehrere erwachsene Menschen zu töten. Die Symptome eines Mamba-Bisses sind äußerst schwerwiegend und können schnell auftreten. Sie umfassen Schmerzen, Schwellung, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, verschwommenes Sehen, Atembeschwerden, Muskelschwäche und in schweren Fällen die Atemlähmung. Und jetzt kommen wir zu den Nummer 3, der mit Abstand tödlichsten Schlangen, die es auf diesem Planeten gibt. Nummer 3 ist
die Belchers Seeschlange. Die Belchers Seeschlange ist eine der giftigsten Schlangen der Welt und gehört zur Familie der Giftnattern. Sie ist in den Küstengewässern von Südostasien und Nordaustralien beheimatet, wo sie in flachen, küstennahen Meeresgebieten lebt. Das Gift der Belchers Seeschlange ist äußerst potent und enthält starke Neurotoxine. Ein Biss dieser Schlange kann schnell tödlich sein und es wird geschätzt, dass das Gift einer ausgewachsenen Seeschlange ausreichen kann, um mehrere erwachsene Menschen zu töten. Die Symptome eines Bisses können sich schnell entwickeln und umfassen Schmerzen, Schwellung, Übelkeit, Erbrechen, Atembeschwerden, Krämpfe und in schweren Fällen sogar die Atemlähmung, die zum Tod führen kann. Es ist wichtig zu betonen, dass schnelle medizinische Hilfe im Falle eines Bisses entscheidend ist, um die Überlebenschancen zu erhöhen bzw. zu erhalten. Nummer 2. Die Königskobra. Die Königskobra, oder auch Ophiophagus hanna genannt, ist in Südostasien verbreitet und gilt als die längste giftige Schlange und als eine der giftigsten Schlangen der Welt. Sie ist in weiten Teilen Süd- und Südostasiens verbreitet und bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen, darunter Wälder, Grasland, Sumpfgebiete und landwirtschaftliche Flächen. Ihr Gift ist hochpotent und enthält starke Neurotoxine, die das Nervensystem beeinflussen und lebensbedrohliche Symptome verursachen können. Ein Biss einer ausgewachsenen Königskobra kann ausreichen, um mehrere erwachsene Menschen zu töten. Die Symptome eines Königskobra-Bisses können sich schnell entwickeln und umfassen starke Schmerzen wie Schwellungen an der Bissstelle, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, verschwommenes Sehen und Atemnot. In schweren Fällen kommt es zum Tod. Und jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr majestätischen, aber auch mit Abstand der giftigsten Schlange der Welt. Nummer 1. Der Inland-Taipan. Der Inland-Taipan, auch bekannt als Wüsten-Taipan, gilt als die giftigste Landotter und allgemein als die giftigste Schlange der Welt. Die tödliche Kombination aus Geschwindigkeit, Effizienz und Giftigkeit macht den Inland-Taipan zu einer extrem bedrohlichen Spezies. Im Gegensatz zu den anderen Schlangen greift er auch nicht nur einmal an, sondern beißt mehrmals zu und kann so des Öfteren eine Ladung Gift abgeben. Er ist in den nördlichen und östlichen Regionen Australiens sowie in Neuguinea beheimatet. Sein Gift ist neurotoxisch, was bedeutet, dass es das Nervensystem angreift und zu schweren neurologischen Schäden führen kann. Wenn ein Mensch von einem Inland-Taipan gebissen wird, können die Symptome schnell auftreten und sich rasch verschlimmern. Typische Anzeichen eines Bisses sind intensive Schmerzen, Schwellung, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, verschwommenes Sehen und Muskelschwäche. Das Gift des Inland-Taipans ist 50 mal giftiger als das der indischen Kobra und sogar 650 bis 850 mal giftiger als das einer Diamantklapperschlange. Der Inland-Taipan könnte mit einem einzigen Biss theoretisch über 250 erwachsene Menschen töten. Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten Schlangen nicht angreifen, es sei denn, sie fühlen sich bedroht oder provoziert. Dennoch ist es ratbar, solltet ihr in Gebieten sein, in denen diese giftigen Schlangen vorkommen, vorsichtig zu sein und ihre Lebensräume zu respektieren. Im Falle eines Bisses ist eine sofortige medizinische Behandlung entscheidend, um die besten Überlebenschancen zu gewährleisten. Wir hoffen, dass euch diese atemberaubende Reise durch die gefährliche Welt der giftigsten Schlangen fasziniert und gleichzeitig bewusst gemacht hat, wie wichtig es ist, diese faszinierenden, aber hochgefährlichen Tiere mit Respekt zu behandeln. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr noch mehr spannende Abenteuer aus der Tierwelt erleben möchtet, dann lasst es uns wissen, welches Thema euch besonders interessiert. Abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, um als Erster über die neuesten Inhalte informiert zu werden. Ein riesiges Dankeschön an euch, unsere treuen Zuschauer, für eure Unterstützung und euer Interesse an den faszinierenden Kreaturen, die unsere Welt bevölkern. Bis zum nächsten Abenteuer hier auf D7. Bleibt neugierig, bleibt sicher und taucht ein in die Schönheit und die Geheimnisse der Tierwelt.